Ja, es ist 13 Uhr. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Schön, dass Sie da sind zur Wahlnachlese mit Tino Chrupalla, dem Bundessprecher, und unserem Gast aus Niedersachsen, Stefan Matzischewski-Drewes, dem Spitzenkandidaten der AfD in Niedersachsen. Und dann hat jetzt Tino Chrupalla das Wort. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserer Wahlnachlese, zu unserer Pressekonferenz nach der Niedersachsenwahl. Ich möchte als allererstes Frau Weidel entschuldigen, die immer noch erkrankt ist, die heute nicht an dieser Pressekonferenz teilnehmen kann. Ja, insgesamt muss man nach diesem Wochenende, nach diesem sehr guten AfD-Wochenende, aber natürlich gestrigen Landtagswahl in Niedersachsen sagen, dass wir eine Trendwende eingeläutet haben, dass wir uns natürlich als allererstes bei unseren Wählerinnen und Wählern bedanken möchten, die uns so zahlreich unterstützt haben, gewählt haben, natürlich auch den ganzen Wahlhelfern, den Kandidaten, die einen hervorragenden Wahlkampf geleistet haben, auch die Bundespartei, die uns aus allen Bundesländern reichlich Unterstützung gegeben hat, aus den Landesverbänden, aus den Kreisverbänden auch teilweise, die nach Niedersachsen gereist sind, unterstützt haben. Auch ich möchte mich persönlich im Namen des gesamten Bundesvorstandes bei Herrn Matzischewski-Drewes bedanken. Er hat als Spitzenkandidat wirklich eine super Arbeit geleistet, hat sich von Anfang an engagiert eingebracht, hatte ein ambitioniertes Wahlziel mit 12% herausgegeben und hat sich daran abgearbeitet und hat sich hochgearbeitet, und am Ende sind 10,9% geworden. Ein sensationelles Ergebnis, mit dem wir sehr zufrieden sind. Die Mandate haben sich in Niedersachsen damit auch verdoppelt. Damit wird auch eine starke Opposition in den Landtag einziehen. Zu den Themen muss ich sagen und möchte ich auch einiges sagen. Vor allem haben natürlich auch bundespolitische Themen eine Rolle gespielt. Zu den landespolitischen wird Herr Matzischewski-Drewes dann gleich noch was sagen. Wir haben eben Alleinstellungsmerkmale bei dieser Landtagswahl durchaus gehabt. Es waren den Bürgern natürlich die Hauptprobleme, was Preissteigerung angeht, was Inflation angeht, was Energiesicherheit angeht. Und da haben wir als Bundespartei auf die richtigen Themen gesetzt, aber auch auf die richtigen Lösungen. Wir haben die Ursachen klar benannt, die wir aktuell in diesem Land haben. Das ist der Wirtschaftskrieg der Bundesregierung, der Deutschland und die Bürger und den Mittelstand hier in den Abgrund führt. Das haben wir immer benannt, und das ist die Ursache, die hier in diesem Land dazu geführt hat, dass die Bürger uns vertraut haben, dass die Bürger, vor allem auch die vielen Wähler aus FDP und CDU, gerade die FDP, was mich besonders gefreut hat, die ehemalige Mittelstands- und Handwerkspartei, die dadurch abgestraft wird, weil sie eben für ihre Wähler keine Politik mehr betreibt. Das haben wir übernommen. Das werden wir auch im Landtag und natürlich auch im Bundestag weiter fortsetzen, dass wir das natürlich weiter auch vorantreiben und auch für diese Wähler natürlich Politik machen. Das ist die Herausforderung. Insgesamt haben wir auch gesehen, dass wir jetzt natürlich diese Wähler, die wir gewonnen haben, eben nicht nur aus dem Protestlager gewonnen haben, sondern dass wir mit Überzeugung aus FDP und CDU Wähler zu uns rübergezogen haben, dass wir die natürlich als Stammwähler gewinnen wollen. Das ist das Ziel die nächsten Jahre. Das muss auch die Aufgabe der Landtagsfraktion sein. Und wie gesagt, ich denke, damit haben wir ein gutes Fundament geschaffen. Die Trendwende auch im Westen ist damit eingeläutet. Unser Ziel, mein Ziel war immer, dass wir über 10% auch im Westen stark kommen und unser Ergebnis festigen. Das ist jetzt in Niedersachsen erreicht, und das wird auch uns Auftrieb geben für die nächsten Wahlkämpfe, die nächstes Jahr in einigen Bundesländern stattfinden. Das von meiner Seite erstmal. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Tino. Ja, erstmal auch muss ich natürlich mich ganz herzlich bedanken bei allen Wählern in Niedersachsen, die die AfD so stark gemacht haben. Ganz herzlichen Dank an die Bundesspitze, an alle Landesverbände und an jeglichen Kreisverbänden in Gesamtdeutschland, die uns geholfen und unterstützt haben. Mein herzliches Dank. Ohne diese Hilfe wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Ja, dieses Wahlergebnis, bin ja auch viel gefragt worden mit Protest, es ist eben keine Protestwahl. Da, wo ich Direktkandidat war, Gifhorn Nord ist der einzige Wahlkreis in Niedersachsen, wo mehr Wähler zur Wahlurne gegangen sind als weniger. Die AfD steht eben, so wie es auch jetzt unser Programm ist, wie am Samstag auch demonstriert worden ist, auf der Seite der normalen Menschen. Wir machen Politik für unsere Bürger hier vor Ort, das habe ich immer gesagt, und so wird es auch die neue Landtagsfraktion tun. Und um auch das hier gleich vorwegzunehmen, weil ich werde ja immer gefragt, können Sie garantieren, dass die Fraktion nicht verbricht? Ich bin seit Jahren in leitender Position tätig.
Seit 6 Jahren bin ich Fraktionsvorsitzender im Kreistag oder Stadtrat in Gifhorn. Ich weiß, wie man Menschen zusammenführt. Ich weiß, wie man Erfolg hat. Deswegen ist auch dieses Wahlergebnis zustande gekommen. Ja, und wir unterscheiden uns ganz klar von ganz vielen Funktionsträgern der Grünen oder der SPD. Ich bin doppelter Facharzt. Ich habe keinen getürkten oder selbstmoderierten Lebenslauf, den ich jede Woche ändere. Das habe ich nicht nötig. Und ich als Arzt lebe von einer einzigen Währung, und so ist es als Politiker auch, vom Vertrauen. Und unsere Themen, die wir einbringen wollen, und so werde ich auch unter meiner Führung die Fraktion leiten, sind Sachthemen. Das heißt ganz konkret in Niedersachsen Förderschule Lernen erhalten, die nicht mehr vermittelbaren und ungerechten Straßenausbaubeiträge abschaffen, Bürokratieabbau wirklich ernst nehmen. Datenschutzgrundverordnung braucht keiner. Viele Vereine ächzen darunter. Heißt bitte sofort abschaffen. Auch ganz klar, wo Sie mich hier so sehen als Arzt, Maskenpflicht gibt es nur noch in Deutschland. Und bitte erklären Sie mir, warum im Oktoberfest keine Maskenpflicht ist, aber noch in dem Nahverkehr, wenn die Schüler damit zur Schule fahren. Ich kann es Ihnen nicht erklären. Schule heißt schlechteste Lehrerversorgung unter SPD seit 19 Jahren. Hier ganz konkrete Vorschläge heißt IT-Administratoren auf Landesebene für jede Schule, damit die Lehrer entlastet werden. Schulassistenten, damit die Lehrer entlastet werden, weil es gibt nicht genug Lehrer. Mehr Lehrer fordern alle, nur es sind sie nicht da. Also AfD-Politik steht für tatsächlich praktische Politik, die sofort umsetzbar ist. Das heißt auch, ein Thema, was Bundes-, aber auch Landesebene ist, eine Reform des öffentlichen Rundfunks NDR, so wie ich es auch gesagt habe, dass dort eben keine Klima der Angst herrscht. Ich spreche mit jedem. Wenn ich sage, ich spreche mit jedem, meine ich das so. Und ich weiß auch, was Vertraulichkeit ist. Das heißt, meine Bürotür steht für jeden offen und worüber gesprochen wird, das ist halt vertraulich. Das ist mein Erfolgsrezept und so werde ich das auch in der Landtagsfraktion fortführen. Ich freue mich tatsächlich und wir haben, das darf ich Ihnen versichern, das kann ich Ihnen sagen, weil ich montags seit ungefähr 11 Monaten fast jeden Montag auf der Straße bin. Heute werde ich es nicht schaffen. Ich habe das auch gesagt, also ganz lieben Gruß an alle Spaziergänger in Gifhorn. Wir, die dort mitlaufen, ist der Querschnitt der Bevölkerung. Und wir sind eben tatsächlich angekommen im Westen, das kann ich Ihnen auch sagen. Seit gestern haben wir über 40 neue Mitgliedsanträge in Niedersachsen. Wir werden wachsen, wir werden stark werden. Unsere Zeit beginnt erst hier im Westen. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen. Mein Kollege, Herr Pfalzgraf, wird mit dem Mikro rumgehen und auf die richtige Reihenfolge achten. Okay, Thomas Steffen von Zeit Online. Herr Kropala, Sie sagten, Sie wollen diese jetzigen Protestwähler als Stammwähler binden künftig. Das sei Aufgabe der Landtagsfraktion. Das klingt so ein bisschen so, als wenn Sie das nicht als Ihre Aufgabe als Bundeschef sehen würden. Sollte ich das falsch verstanden haben, würde mich interessieren, wie wollen Sie das tun? Insbesondere dann, wenn diese Krise vielleicht mal vorüber ist, wie ja andere Krisen auch vorübergegangen sind. Ja, danke für die Nachfrage. Da kann ich das nochmal konkretisieren. Es ist ja mitnichten so, dass der größte Anteil, der uns gewählt hat, die Nichtwähler waren. Das wird ja teilweise in der Presse schon wieder falsch wiedergegeben, als wenn hauptsächlich Protest die AfD gewählt hat. Sie haben die Zahlen vor sich liegen. CDU, ich kann es nochmal wiederholen, 40.000 Wähler von der FDP, 40.000 von der SPD, 25 Nichtwähler, 30.000. Auch das ist ja erstmal für die Demokratie ein sehr schönes Zeichen, dass wir mobilisieren können. Und für mich ist natürlich ein Nichtwähler genauso viel wert wie ein CDU oder SPD oder FDP-Wähler. Gleichwohl möchte ich natürlich sagen, und das ist das Ziel, und das habe ich ja auch benannt, dass wir diese natürlich auch als Stammwähler gewinnen wollen, damit wir natürlich ein Fundament aufbauen, was uns auch die nächsten Jahre sicher in Landtage bringt und natürlich auch weiter Wachstumspotenzial bringt. Also von daher ist das natürlich Aufgabe der Landtagsfraktion. Wenn eine gute Landtagsfraktionsarbeit geleistet wird, denke ich, ist das natürlich ein Grundstein, der mitgelegt wird. Und die Bundespartei hat ja im Prinzip auch seit der Neuwahl des Bundesvorstandes, wo wirklich konzentrierter und wesentlich leiser
vertrauensvoller zusammengearbeitet wird, auch mit den Grundstellen gelegt, auch mit für diesen Wahlerfolg. Ich denke, das war eine Gemeinschaftsarbeit der gesamten Partei und darauf können wir, bin ich auch persönlich, ist auch Frau Weidel stolz, dass wir das so zusammen geleistet haben. Lothar Lenz vom ARD Radio. Herr Kopalla, nur um Sie richtig zu verstehen, Sie haben vorhin den Begriff Wirtschaftskrieg erwähnt, der Deutschland in den Abgrund führe. Gegen wen führt Deutschland aus Ihrer Sicht einen Wirtschaftskrieg? Und zweiter Teil der Frage, nutzen Sie bewusst den gleichen Begriff wie Sarah Wagenknecht? Danke. Kann durchaus sein, dass Sarah Wagenknecht meinen Begriff aufgegriffen hat. Es ist der Wirtschaftskrieg, den die Bundesregierung mit den Sanktionen natürlich ausgerufen hat, der hauptsächlich uns, unsere Wirtschaft schadet. Und nichts anderes ist es. Also es schadet nicht die Sanktionspolitik und wir sehen es ja aktuell, dass diese Sanktionspolitik weiter in Gewalt mündet, schadet hauptsächlich Deutschland, schadet dem Mittelstand, schadet die Bürger, schadet der Industrie und nicht Russland, wie es ja angedacht war. Und da muss es einfach jetzt mittlerweile auch ein Umdenken geben, auch was weitere Waffenlieferungen angeht. Ich meine, wenn unser Kurs schon falsch gewesen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich heute das Problem, was die FDP hat, die mit ihrem Kurs, mit der Kriegstreiberei, mit weiteren Forderungen nach Waffenlieferungen, die ich heute schon wieder erschütternderweise lesen musste, wo ich wirklich sage, diesen Kurs fahren wir nicht. Wir fahren einen Kurs der Deeskalation. Wir wollen, dass hier endlich Friedensverhandlungen vor sich kommen und dass hier endlich auch eine Lösung präsentiert wird, dass die Bundesregierung sich aktiv in diesen Prozess einmischt als neutraler Vermittler, wenn das überhaupt noch möglich ist. Das will ich ganz klar betonen, denn man hat sich ja sehr zeitig auf eine Seite geschlagen, wovor wir immer gewarnt haben und es hat sich bestätigt aktuell. Im Gegenteil, ich war im Februar, März habe ich bereits davor gewarnt und ich bin sogar ein Stück weit übertroffen worden mit der Eskalation, die jetzt aktuell stattfindet. Deswegen bitte ich und bitten wir darum, dass hier endlich auch die Bundesregierung erkennt, dass diese Eskalationsspirale beendet und auch durchbrochen werden muss, damit wir hier zu einer friedlichen Lösung kommen und damit vor allen Dingen auch unsere Wirtschaft nicht weiter leidet. Denn wir brauchen weiterhin auch sichere Gaslieferungen aus Russland. Das hält unsere Wirtschaft, unsere Volkswirtschaft nicht aus. Auch unsere Haushalte, unsere Familien leiden darunter. Das kann sich ein Land wie Deutschland nicht mal über mehrere Monate leisten. Christian Krämer für Reuters. Ich habe eine Frage ganz aktuell heute zur Gaskommission. Die haben ihre Pläne vorgestellt, 96 Milliarden Entlastung. Sie sprechen ja immer von einem heißen Herbst. Wie bewerten Sie das Paket der Gaskommission? Und vielleicht noch eine zweite Frage. Es sind jetzt mehrere Pakete geschnürt worden, 200 Milliarden Schirm, drei Entlastungspakete, so Pi mal Daumen, 300 Milliarden zusammen. Warum ist das aus Ihrer Sicht immer noch zu wenig? Was würden Sie anders machen? Ja, gleichwohl möchte ich noch vielleicht einige Fragen, die zur Niedersachsenwahl vielleicht anschließend wünschen. Wir haben unseren Spitzenkandidat hier. Ich möchte jetzt nicht hier eine reine bundespolitische Pressekonferenz abschalten, aber ich gebe Ihnen gerne darauf die Antworten. Sie haben natürlich diese Pakete benannt. Das ist jetzt das Rettungspaket oder Entlastungspaket 3 oder 4. Mittlerweile kommt man ja mit dem Nachzählen gar nicht mehr hinterher. Aber auch das Paket benennt eben nicht die Ursachen. Wir fangen und arbeiten uns an den Symptomen ab. Und auch dieses Paket wird eben auch nicht ausreichen, weil wir eben nur die Preise senken wollen, beziehungsweise dort den Deckel, den Gaspreisdeckel aufbringen wollen und versuchen, dort damit die Symptome zu beheben. Das wird man aber nicht schaffen. Vor allem auch zeitlich begrenzt wird man das nicht schaffen. Und die Frage ist, wer muss es denn bezahlen? Am Ende muss es ja doch der Steuerzahler bezahlen. Wir verschulden uns immer weiter. Das nächste Paket ist 200 Milliarden Euro schwer. Also fast der halbe Bundeshaushalt wird dafür aufgewendet. Und die Ursache, die Sanktionspolitik, ist der Treiber dieser Preise und die muss behoben werden. Und das fordern wir, dass die Sanktionen aufgehoben werden, dass man im Übrigen auch eine Verhandlungsbasis hat mit diesen Sanktionen. Das kann man auch als Hebel für Verhandlungen nehmen und nutzen. Anders wird man nicht an den Verhandlungstisch zurückkommen. Und das wird die Wirtschaft in keinster Weise, auch was ich jetzt gehört habe, ich habe die einzelnen Daten noch nicht konkret vorliegen, aber man spricht von 16 Cent Deckel. Es ist trotzdem eine Verdopplung des Gaspreises, wie er vorher war. Und wir sprechen ja auch bei den Strompreisen nicht von den günstigsten Energiepreisen, die es je gab. Wir hatten schon vor diesem Krieg die teuersten Strompreise weltweit. Ist ja nicht so, als wenn es in Deutschland Gas und Strom für die günstigsten Preise weltweit gab. Also auch das war ja schon teuer, hat unsere Wirtschaft schon geschadet. Jetzt ist im Prinzip der Punkt erreicht, wo unsere Wirtschaft vor die Wand fährt, wo der Mittelstand kollabiert. Immer mehr Unternehmen, Sie nehmen das jeden Tag wahr, müssen Konkurs anmelden und das wird nicht dazu reichen, auch dieses Paket, um diese Unternehmen zu retten.
Jörg Ratsch von dpa. Herr Chrupalla, die Ergebnisse in Niedersachsen, inwieweit heften Sie sich die selbst ans Revers, ist eine Frage. Und dann doch nochmal aktuell, Sie betonen ja immer wieder Diplomatie und man müsse verhandeln. Wie ist das aus Ihrer Sicht möglich mit Russland, mit einem Russland, das flächendeckend Raketen und Bombardements durchführt? Also als allererstes sind wir als Partei angetreten. Natürlich hatten wir auch in Niedersachsen einen Spitzenkandidaten. Ich habe es ja eingangs erwähnt, auch die, ich denke, die Geschlossenheit des gesamten Bundesvorstandes. Und das ist nicht die Hauptaufgabe oder der alleinige Erfolg von Tino Chrupalla. Im Gegenteil, wir treten als Team auf. Wir sind immer als Team aufgetreten mit Alice Weidel und Tino Chrupalla zusammen. Wir haben unsere Politik abgestimmt, unsere Themen abgestimmt. Und ich denke, das erkennt der Wähler. Man traut uns wesentlich mehr auch Fachkompetenz zu. Auch das zeigen in der aktuellen Auswertung schon die Umfragen bzw. die Nachwahlbefragung, dass der Wähler sich hauptsächlich auch programmatisch bei uns wiederfindet. Also das nehmen wir als Erfolg wahr. Und das ist natürlich eine Teamarbeit des Landesverbandes, genauso gewesen des Bundesverbandes. Also von daher ist dieser Erfolg nie bei einer einzelnen Person zu sehen. Im Gegenteil, also hier haben wirklich viele daran mitgewirkt und auch viele Menschen im Hintergrund. Und allein unsere Familien, die uns unterstützten, haben mit einem Riesenanteil, auch das möchte ich mal betonen, bei solchen Wahlkämpfen, das wird Herr Maciejewski-Drewes genauso bestätigen. Zu Ihrer zweiten Frage, was Diplomatie angeht. Es müssen alle drei Kriegsparteien an den Tisch. Und das heißt, das ist die Ukraine, das ist Russland und es ist genauso die USA, die diesen Konflikt immer weiter mit neuen Lieferungen aufrechterhalten möchte. Wir sollen zahlen, wir zahlen und beteiligen uns an diesen Waffenlieferungen. Und wir sehen es ja, dass aktuell wird Kiew bombardiert. Zuvor gab es Anschläge auf Nord Stream 1 und 2, auf die Krimbrücke. Da konnte man ja schon fast darauf warten, dass es natürlich darauf Antworten gibt. Also wir sehen hier eine Eskalationsspirale, die mich wirklich sorgt. Und ich habe das heute früh schon gesagt. Wir stehen kurz vor einem dritten Weltkrieg. Und das hat nichts mit Angstmacherei zu tun. Ich habe Angst und die Bürger haben Angst, dass das geschieht. Und wir denken und meinen mit weiteren Waffenlieferungen, was ja bis jetzt schon nicht funktioniert hat, in keinster Weise diesen Konflikt lösen zu können. Im Gegenteil, er wird weiter und heißer werden. Und das möchten wir vermeiden. Also hier muss es dringend dazu kommen, wer auch immer das anstoßen kann. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, die Bundesregierung hat mittlerweile den Part als Vermittler ja schon fast verlassen. Ich hoffe, dass es vielleicht über die Türkei möglich sein wird, über Herrn Erdogan, der dort diesen gewissen Einfluss hat, oder auch über Herrn Macron, der immer noch einen guten Kontakt in den Kreml hat, dass es dort zu diplomatischen Bemühungen gibt und auch zu diplomatischen Beziehungen oder Aufbau dieser wieder gibt, dass man sich an einen Tisch setzt und dass man hier einen Waffenstillstand als allererstes, das muss das Ziel sein, verhandelt und dann bedingungslos sich an einen Tisch setzt, um über Waffenstillstände hinaus oder genauso gut darüber diskutiert, wie man Kompromisse schafft. Am Ende eines Krieges oder des Krieges muss man sich auf Kompromisse einigen, auch wenn es wehtut. Nochmal auf Niedersachsen zu sprechen, Herr Maciejewski, Sie sprachen eben die Fraktion unter Ihrer Führung. Kann man also davon ausgehen, das ist schon ausgemacht? Denn es gibt ja vier Abgeordnete, die sozusagen ihre zweite Legislaturperiode jetzt schon für die AfD dann im Landtag sitzen werden. Und zumindest einer von denen zielte ja schon einmal auf den Fraktionsvorsitz. Und als zweite Frage, Ihre Themen eben Energie, Schulpolitik. Da wird ja die absehbar künftige Landesregierung genau in die andere Richtung einschlagen. Wie wollen Sie versuchen, sagen wir mal, diese Richtung in Ihrem Sinne dagegen zu steuern? Zu Ihrer ersten Frage. Die Fraktion konstituiert sich morgen um 16 Uhr. Und natürlich ist es, Sie haben völlig recht, Wahlen sind geheim. Ich bin aber von vielen gebeten worden. Und ich gehe fest davon aus, dass ich Fraktionsvorsitzender werde. Aber wie gesagt, ich stelle mich jeder Wahl immer gerne. Ja, und zu Ihrer zweiten Frage. Politik ist Beharrlichkeit, heißt dicke Bretter bohren. In der Stadt Gifhorn haben wir es geschafft, nur für die Stadt Gifhorn die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Ich will das auf Landesebene, auf Schulpolitik. Die ideologische Schulpolitik führt, und Sie brauchen Beispiel nur Baden-Württemberg zu nehmen, wo die Grünen jetzt auch den Ministerpräsidenten stellen, im Schulranking nach unten. Und ich glaube,
Es haben sich viele Bürgerinitiativen gebildet in Braunschweig, in Peine, für den Erhalt der Förderschule Lernen. Rot-Grün, das muss ich auch so sagen, was Tino auch gesagt hat, führt eine Politik gegen die Bürger im wirtschaftlichen Bereich. Sie führt eine Politik gegen die Interessen der Eltern und der Schüler. Die Grünen haben offen zugegeben, sie möchten eben nicht auf die Wünsche der Eltern eingehen, die bestimmen, zu welcher Schulform das Kind geht. Wir von der AfD stehen für die Freiheit. Und die Freiheit bedeutet, dass die Eltern entscheiden, welche Schulform das Beste ist, das Beste für ihr Kind. Rot-Grün möchte es gern bevormunden. Wir, die AfD, stehen für die Freiheit, wir sind für die Menschen da. Und ich glaube, mit Beharrlichkeit können sie sehr viel erreichen. Und eine Wahlperiode von 5 Jahren ist sehr lang und ich kann Ihnen sagen, ich habe viele Dinge erreicht und mit mir sprechen ganz viele Menschen, auch aus anderen Parteien. Ja, an Herrn Krupalla noch eine Frage. Es gab ja ungefähr vor einer Woche Vorwürfe eines ehemaligen Landesvize in Niedersachsen, der von Stimmenkauf und dubiosen Methoden der Parteienfinanzierung in Niedersachsen berichtet hat. Und die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen den stellvertretenden Landeschef, der jetzt auf Listenplatz 2 einzieht wegen des Verdachts auf Untreue. Konnte man sich in der AfD Listenplätze und damit Mandate kaufen, vielleicht auch im Bund? Und was haben Sie bisher als Bundesvorsitzender konkret in der letzten Woche zur Aufklärung beitragen können? Was ist da der Stand? Also ich kann diese Frage gerne an Herrn Marcicewski-Drewes weitergeben, weil natürlich das ein hauptsächlicher Vorwurf aus Niedersachsen ist, der was alles, was ich bis jetzt gehört habe, absolut haltlos ist. Es wurden ja auch keine Beweise oder Belege vorgelegt. Also wenn in die Staatsanwaltschaft ermittelt, hat das noch gar nichts zu sagen. Das gilt es abzuwarten. Ja, ich nehme kurz mal den Ball auf. Also das muss man ja mal richtig einordnen, die ganze Sache. Es gab zunächst eine Urwahl, ein Briefwahlverfahren, wo der im Landtag an seinen Aufgaben gescheiterte Herr Emden eben nicht Spitzenkandidat geworden ist, sondern 20% weniger Stimmen hatte als ich. Dann gab es eine Delegiertenversammlung, wo Herr Emden noch nicht einmal aufgetreten ist. In diese Delegiertenversammlung war sein Landkreis, wo er Kreisvorsitzender war, nicht vertreten, weil er zweimal die Wahl der Delegierten dafür abgesagt hat. Und dass jetzt, ich sage jetzt mal aus Neid und Missgunst, ich sage jetzt mal kurz vor der Wahl, dass der entsprechende Auftritt, ich sage mal, mit irgendetwas habe ich gerechnet, was medial hochgespielt wird. Warum habe ich damit gerechnet? Sie wissen es, wenn Sie ein bisschen zurückschauen, auf Anfang August ist ja immer gesagt worden, ist die Liste der AfD rechtssicher? Ich kann Ihnen dazu auch nur sagen, und das sind die Fakten, es gibt nur zwei Parteien, dessen Landesliste ohne Einschränkung zugelassen worden ist. Zwei, das ist die SPD und die AfD. Alle anderen Listen sind Kandidaten gestrichen worden. Mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Einfach bei den Fakten und der Sachlage bleiben. Frage: Können Sie also ausschließen als Parteivorsitzender, Herr Krupalla, dass von AfD-Mandatsträgern in Niedersachsen Zahlungen fließen oder geflossen sind an den offiziellen Parteistrukturen vorbei auf ein privates Konto des stellvertretenden Landesvorsitzenden, eine Art schwarze Kasse? Können Sie das ausschließen? Ich habe keine Belege oder in irgendeiner Weise was vorgelegt bekommen, die Ihre Aussage jetzt, Ihr Gerücht stützen. Also von daher kann ich dazu überhaupt keine Aussage machen. Dass es im Wahlkampf zu Geldleistungen kommt, das ist ganz normal. Jeder Kandidat hat auch die Verantwortung, selbst für seinen Wahlkampf mit finanziell sich einzubringen. Also von daher kann ich zu diesen Vorwürfen überhaupt keine Aussage machen, Herr Gebhardt, tut mir leid. Herr Krupalla, mich würde noch mal interessieren, die Frage, die vorhin schon mal im Raum stand, was Ihre Reaktion auf diese erneuten Angriffe Russlands auf die Ukraine eigentlich genau ist. Die Ukraine verteidigt das eigene Territorium, Russland greift an. Wie genau bewerten Sie das, was da jetzt auch heute wieder passiert? Ja, das habe ich ja eingangs schon gesagt, das ist genau diese Konfliktspirale, die sich weiter dreht. Und genau das haben wir befürchtet.
indem wir weiter Waffen liefern. Das ist genau der Punkt. Das ist Reaktion gegen Reaktion. Das ist leider Krieg überall. Und natürlich sind solche Angriffe zu verurteilen, das tun wir genauso. Ja, ich möchte einfach, dass dieser Krieg so schnell, und das möchten wir alle, so schnell wie möglich beendet wird. Und dass es eben kein heißer Krieg für ganz Europa wird, dass er sich noch ausbreitet. Das muss doch jetzt die Aufgabe sein. Wir sehen noch, dass wir mit weiteren Waffenlieferungen diesen Konflikt nicht lösen können. Oder glaubt hier irgendeiner ernsthaft im Raum, dass wir mit weiteren Waffenlieferungen Russland besiegen können, eine Atommacht? Diese Eskalation möchte ich nicht. Ich habe Angst vor einem Atomkrieg. Friedrich Merz nicht. Das hat er ja klar gesagt. Aber ich habe es, viele Menschen haben das und das muss verhindert werden. Und ich denke, dass unser Friedenskurs als einzige Partei auch in Niedersachsen zu dieser Wahlentscheidung beigetragen hat, weil wir zu allen anderen Parteien eine komplett andere außenpolitische Richtung vorgegeben haben. Nämlich eine klar interessengeleitete Außenpolitik, wie wir es immer betont haben, nicht Annalena Baerbocks wertegeleitete Außenpolitik, feministische, kommt dann als nächstes. Also das ist genau der Punkt. Wir sind die einzige Partei, die Interessen Deutschlands vertreten. Bevor es jetzt zur nächsten Frage geht, noch eine Anmerkung. Ich möchte Sie doch bitten, sich auf innenpolitische Themen zu konzentrieren. Es ist nun mal unsere Wahlnachlese, wie Herr Kropalla auch gesagt hat. Ja, ich würde trotzdem gerne noch einmal nachfragen. Also Sie sagen Reaktion gegen Reaktion. Ich verstehe noch nicht ganz, ob es dann für Sie auf der Werteskala sozusagen dasselbe ist, ob die Ukraine die russischen Truppen angreift oder die russischen Truppen die Ukraine angreift. Wissen Sie, ich hätte ja gerne erstmal geklärt und auch eine Reaktion der Bundesregierung zum Beispiel auch auf die Angriffe unserer Infrastruktur, unserer europäischen, aber auch deutschen Infrastruktur. Und dazu gehört zum Beispiel auch Nord Stream 1 und 2. Das war ja wirklich so laut, leise, dass niemand was gesagt hat. Warum unterdrücken und unterbinden zum Beispiel die Amerikaner die Aufklärung dieser Angriffe? Warum darf es keine unabhängige Aufklärung geben? Fragen über Fragen. Also wir sehen, wir sind in diesem Konflikt mittlerweile so tief drin, selbst wir als Deutschland. Und das ist nicht unserer Krieg. Das kann man immer wieder und sollten wir immer wieder wiederholen. Uns wurde der Krieg nicht erklärt. Wissen Sie, im Krieg sterben auf beiden Seiten viele Menschen. Und ich fange jetzt nicht an, moralisieren, das eine gegen das andere auszuspielen. Das ist genau der Punkt, der uns in keinster Weise überhaupt auf eine diplomatische Ebene bringt. Wenn wir immer mit der Wertigkeit sein, das wird alles aufgeklärt, wenn der Krieg hoffentlich beendet ist. Und da werden natürlich auch Kriegsverbrechen aufgeklärt und auch verurteilt. Keine Frage. Natürlich muss das getan werden. Aber das kann man auch nicht, solange noch die Waffen, im Prinzip, solange der Krieg noch läuft. Wir müssen versuchen, diplomatisch alles in die Wege zu leiten. Das ist die Aufgabe auch der Bundesregierung, hier auch dafür Sorge zu tragen, auch das zu versuchen. Ich erkenne überhaupt keine Versuche. Ich sehe nur noch Frau Strack-Zimmermann, wie sie die nächsten Panzerlieferungen schon wieder fordert. Und auch aus der FDP heraus, die den gleichen Kurs, diesen gleichen Kriegstreiberkurs weiterführen möchte. Und das halte ich für den falschen Weg, halten wir für den falschen Weg. Ich wollte nochmal Herrn Kropalla fragen zu den Referenden, die ja abgehalten wurden. Da gab es ja aus Ihrem Landesverband von Herrn Urban die Forderung, wenn die Zustimmung hoch genug sei, dann solle man das doch anerkennen. Jetzt war die Zustimmung dieser Scheinreferenden, die völkerrechtlich nicht anerkannt sind, ja bei 99%. Schließen sich also jetzt der Forderung an, ist das AfD-Forderung, die Scheinreferenden in der Ukraine, Ostukraine anzuerkennen? Das schließe ich mich nicht an. Es ist eine Privatmeinung von Herrn Urban gewesen. Sie hätten ihn ja gerne dazu auch fragen können. Nichtsdestotrotz, auch das muss natürlich, wenn man in die Diplomatie einsteigen will, und das ist genau das, was wir ja immer wieder auch gesagt haben, wenn Sie zum Beispiel die Minsk-II-Verträge sich anschauen, dort war ja zum Beispiel unter OSZE-Beobachtung Referenden für genau diese Gebiete, Donetsk und Donbass zumindest, Lugansk, auch gefordert worden. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, unter neutraler Wahlbeobachtung, dass man dort in diese Region auch wieder Frieden hineinbringen kann. Aber das muss, wie gesagt, erstmal die Diplomatie bringen. Und das wäre, denke ich, auch eine Forderung, dass sich auch die ukrainische Seite, genauso wie die russische Seite, an die alten Minsk-II-Abkommen-Verträge hält. Natürlich auch mit einem Waffenstillstand, der dann einhergehen muss. Also, wie gesagt, das sind Dinge, die jetzt die Diplomatie zu lösen hat. Aber so weit sind wir ja leider noch lange nicht. Herr Kropalla, Herr Masicherski,
Vor 5 Monaten saßen wir drüben in der Bundespressekonferenz, da war auch eine Wahl in einem schönen norddeutschen Bundesland. Und Herr Kuballö, Sie mussten sich anhören, dass Sie dauernd verlieren und dass der Westen eigentlich schon verloren ist. Ist jetzt wieder alles gut im Westen? Geht das so schnell? Ich meine, damals war auch schon Krieg. Und zweite Frage nochmal, Rückblick auf den Sonnabend hier. Sie haben fast so viele Leute in Berlin auf die Straße gebracht wie Björn Höcke und die Freien Sachsen in Gera. Hier waren die Freien Thüringer so ein bisschen dabei. Ist das so ein innerparteilicher Machtkampf? Wer hat die meisten Leute auf der Straße? Geht das so weiter? Und was ist eigentlich mit den Abgrenzungsbeschlüssen zu Organisationen wie den Freien Sachsen, den Freien Thüringern? Na, es waren ganz schön viele Freie Berliner auf der Straße, habe ich gesehen am Samstag. Zu Ihrer ersten Frage. Ja, Sie haben es ja eigentlich selbst schon beantwortet, wie schnell das gehen kann. So ist Politik. So schnell geht es auch wieder in die andere Richtung. Ja, so schnell geht es jetzt erstmal nicht in die andere Richtung, weil wir ja die richtigen Themen, die richtigen Punkte angesprochen haben. Ich habe es ja schon eingangs gesagt, wir sind die einzige Partei, die Interessen Deutschlands vertreten. Das merken mittlerweile vor allem immer mehr Menschen, die arbeiten gehen. Die arbeitende Bevölkerung wählt uns. Auch das zeigt ja die Wahlnachlese. Mittelständler, Handwerker. Und das ist genau das Klientel, die wir Politik machen. Sie erkennen auch, dass wir eine gewisse Fachkompetenz mittlerweile vorweisen können. Und das werden wir jetzt auch ausbauen. Auch im Westen, diese Trendwende, ich habe es ja eingangs gesagt, ist mit Niedersachsen passiert. Und wir werden natürlich auch nächstes Jahr die Landtagswahlen in Hessen, in Bayern, auch in Berlin wird es ja nochmal eine Landtagswahl geben. Also das werden natürlich auch unsere Steckenpferde werden, dass wir diese Wahlen weit über zweistellig gewinnen wollen, beziehungsweise erfolgreich gestalten wollen. Und zu der letzten Frage, und Sie wissen, dass unsere Demonstration am 8. Oktober lange angemeldet war. Es ist eine AfD-Veranstaltung gewesen. Es gibt keine einzige Partei, die überhaupt in dieser Größenordnung Menschen auf die Straße bringen kann. Also nennen Sie mir eine, die ähnlich so eine Demonstration gebracht hat. Es war ein Riesenerfolg für uns. Es waren weit über 10.000 Menschen, die friedlich hier demonstriert haben, aus allen Bevölkerungsschichten. Das hat mich wirklich auch sehr gefreut. Und wir haben damit ein Signal setzen wollen, dass diese Menschen eben nicht allein sind. Dass es eine Partei gibt, die diese Probleme, dieses Thema auch in den Bundestag, in den Reichstag, in die Landesparlamente bringt, um genau darauf aufmerksam zu machen. Also ich denke, es war ein guter Tag für die AfD, es war ein guter Tag für Deutschland, für die Demokratie. Und ich hoffe, dass sich das natürlich ausbreitet jetzt auf die andere Landeshauptstädte, aber genauso auf andere Städte. Es ist ja im Osten schon sehr weit verbreitet. Und ich hoffe, dass das auch im Westen Früchte trägt. Denn Protest auf der Straße ist mit ein wichtiges Ventil auch für die Demokratie. Hallo, Bianca Schwarz, ARD Hauptstadtstudio. Ich würde gerne mit Ihnen auf die Erstwähler gucken. Bei den letzten Landtagswahlen hat die FDP ja überraschend stark abgeschnitten, jetzt in Niedersachsen 11% Erstwählerstimmen für die AfD. Haben Sie da nochmal eine spezifische Erklärung dafür? Ja, ich kann Ihnen das sagen. Wer wählt uns? Also es war immer gesagt, die Jugendlichen wählen uns nicht. Ich kann Ihnen da sagen, mein Erfahrungsbericht aus der Schule, es ist völlig anders. Gerade auch, ich sage, in Berufsschulen, gerade diejenigen jungen Menschen, die einer Ausbildung nachgehen, haben wir sehr viel Zuspruch, das habe ich selbst gemerkt. Und dieses, was Herr Kupala auch gesagt hat, wir sind angekommen im Westen. Und das, was immer gesagt wird, diese Ausgrenzung. Wir sind tatsächlich bei den ganz normalen Menschen, ich habe in meinem Kreisverband 2 Lehrer, weil die, ich sage Ihnen das noch einmal, die Indoktrination, die dort in den Schulen abläuft, haben es satt. Und die Schüler merken es auch. Die Schüler merken es, dass Rot-Grün ihre Zukunft verspielt. Ideologie ist zwar sehr schön für eine gewisse Zeit, aber sie löst halt keine realen Probleme. Und junge Menschen, das kann ich Ihnen sagen, auch Familie, das Thema Familie, Kinder, Beruf ist bei den jungen Menschen ganz hoch angesiedelt. Und diese jungen Menschen haben auch nicht die 2 Jahre Corona-Politik vergessen, wo die Jugendlichen die Hauptleidtragenden waren. Die Hauptleidtragenden waren der Corona-Politik. Das haben diese jungen Menschen nicht vergessen. Aber haben Sie die jungen Menschen wirklich nochmal spezifisch angesprochen in bestimmten Kampagnen etc.? Ich denke, wir sind ja nun auf den Social-Media-Kanälen auch sehr präsent, nicht nur auf Facebook, auch auf TikTok, wo wir mit die größten Zugewinne haben. Und
Sie haben ja die Stimmanteile der Altersgruppen auch sich angeschaut. Man sieht ja allein in der Alterskohorte 18 bis 24 haben wir 7% zugelegt, auch sind auf 12% gekommen, in den nachfolgenden auch. Daran erkennen Sie, und das ist auch der positive Trend, der im Übrigen im Ost wie im West gleich ist, dass uns die Zukunft gehört. Ganz einfach. Ich möchte Ihnen noch dazu was sagen. Unsere Abschlussveranstaltung in Wesendorf war die größte Wahlkampfveranstaltung im gesamten Landkreis Gifhorn. Das haben weder SPD, CDU noch FDP geschafft. Und dort, wenn Sie dort gewesen wären, haben Sie auch junge Menschen gesehen. Also junge und alte. Wir sprechen wirklich die Menschen an. Und wenn Sie auch montags spazieren gehen in irgendeiner Stadt, werden Sie ganz viele Frauen mit Kindern sehen. Frauen mit Kindern. Frauen sind, das möchte ich Ihnen auch sagen, jetzt gerade treten verstärkt in unsere Partei ein, weil sie nämlich wissen, A, wie schwierig es ist, Beruf, Familie unter einen Hut zu kriegen, wie es ist, mit weniger Geld auszukommen und sich um die Ausbildung und die Zukunft ihrer Kinder zu kümmern. Ich würde einmal kurz nachfragen wollen, Herr Maciejewski, weil Sie gerade sagten, die Jugendlichen merken das mit der Indoktrinierung. Können Sie die beschreiben? Also was genau merken die Jugendlichen da oder was kriegen Sie da von denen zurückgemeldet, inwiefern die indoktriniert werden? Indoktriniert, es fängt an, dass sie nicht mehr Winnetou-Filme schauen sollen. Sie wissen, was ich damit überspitzt meine. Sie brauchen nur die Lehrbücher der Realschule zu sehen, wo von oppositionellen Parteien gesprochen wird. Die einzige Partei, die nicht auftritt, ist die AfD. Ich kann Ihnen sonst aus meinem Schulbereich oder so sagen, was mir natürlich nur unter der Hand gesagt wird, wir müssen irgendetwas tun gegen euch, gegen mich, ja, weil es kann nicht sein, dass die AfD so stark ist. Warum ist es so? Weil wir, sage ich Ihnen klipp und klar, ich bin Vater, ich bin eben nicht Elternteil 1. Und jeder von uns, der hier sitzt, hat einen Vater und eine Mutter und eben nicht Elternteil 1 oder Elternteil 2. Und wir sind die Partei, ganz klar, die sich zur Familie bekennt. Und damit, das ist, glaube ich, auch jedem aus der Corona-Krise klar geworden, die Familie war der Rückzugsort und der Ort, der funktioniert hat in der Krise. Staatliche Organisationen haben leider sehr viel versagt. Und wenn Sie jetzt mit den Rettungspaketen anfangen, glauben Sie wirklich, dass es besser klappt als mit Corona-Hilfspaket 1, 2 oder 3? Ich frage Sie. Und weil auch noch mal was gefragt worden ist wegen dem Moralischen oder Ähnlichen. Ich war auch jahrelang Notarzt. Und wenn Sie an einen Unfallort kommen und Verletzte sehen, abgetrennte Gliedmaßen, fragen Sie nicht als erstes, wer Schuld hat, sondern Sie helfen den Verletzten. Die Schuldfrage wird später geklärt. Herr Schmidt, vielleicht noch eine Ergänzung, weil Sie ja von Ausgrenzung gesprochen haben, auch Indoktrination. Das war doch gestern in Ihrem Sender im ARD eigentlich Paradebeispiel. Anne Will, man redet eine Dreiviertelstunde über die AfD und die AfD ist nicht dabei. Also ich finde es ja köstlich. Also genau das ist ja das eigentlich, was wir wollen, dass sie so viel Senderaum uns eigentlich zur Verfügung stellen, natürlich ohne Protagonisten. Und das ist ja mal das, was ich selber auch fordere, was wir fordern. Stellen Sie uns doch endlich inhaltlich. Das war doch immer das Ziel auch der Altparteien, uns inhaltlich zu stellen. Aber sie haben alle Angst davor. Vor allem der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat Angst, uns in Talkshows einzuladen, um unsere Position dort auch gleichberechtigt, so wie es ja eigentlich auch ihr Auftrag laut Staatsvertrag ist, den sie nicht einhalten, auch wiederzugeben. Und genau das merken immer mehr Bürger, vor allen Dingen auch junge Menschen, weil die sich natürlich mittlerweile alle alternativ informieren können, diese Möglichkeit auch besitzen. Und von daher hat es nicht funktioniert, diese Ausgrenzung, diese Stigmatisierung, so wollten sie uns klein halten, das hat eine Zeit lang hat es ihrer Meinung nach funktioniert, aber mittlerweile merken immer mehr Menschen, hey, die AfD hat doch auch programmatisch wesentlich Punkte, die mich ansprechen, man informiert sich anders und auch wir haben dort sicherlich unsere Fehler bereinigt, also von daher, das erkennen auch immer mehr Menschen. Und das trägt auch dazu bei, dass immer mehr junge Menschen auch skeptischer sind, was die öffentliche Berichterstattung angeht. Torben Lehning, Mitteldeutscher Rundfunk. Herr Kropala, woran liegt es Ihrer Meinung nach? Also Sie haben jetzt nach dem Wahlsieg für Ihre Partei mehrfach argumentiert, dass es aufgrund der neuen Geschlossenheit der AfD so gut funktioniert hätte. Bei Ihrem letzten Bundesparteitag, der wurde abgebrochen, weil es sehr viel Streit gab und man konnte nicht zu Ende diskutieren, was den Landesverband anging. Da ist man am Ende fraktionslos gewesen.
Wo ist da die Geschlossenheit? Oder glauben Sie, dass in Ihrer Partei, dass Ihre Partei eben auch Stimmen bekommt, egal ob Sie geschlossene Politik machen oder nicht? Ja, das bekommen alle Parteien, egal was sie für eine Politik machen. Das ist einfach so. Also ich meine, ich kann ja auch mal die Nachfrage stellen. Mich wundert es, dass in Niedersachsen so viele Grünen gewählt haben, nach der desaströsen Politik, die die Grünen in diesem Land hier betreiben. Ja, diese wirtschaftsfeindliche Politik, diese Kriegstreiberpolitik. Aber das müssen die Grünen Wähler oder die selbst für sich beantworten. Natürlich trägt Geschlossenheit insgesamt immer zu einem positiveren Bild der Partei bei. Die Ruhe trägt dazu bei. Wir haben uns das zur Aufgabe gemacht und das habe ich immer wieder betont, das haben wir immer wieder betont, da sind wir uns auch mit Alice Weidel einig, dass wir genau diese Dinge intern diskutieren und nicht öffentlich. Sie freuen sich ja, wenn wir uns über Personen hier auslassen, XY aus irgendwelchen Landesverbänden, das werde ich nicht tun. Das gehört einfach hinter verschlossene Türen, so wie es in jeder Familie hinter geschlossene Türen gehört, wenn man sich streitet. Und ich denke, das war mit ein Garant auch für den Erfolg in Niedersachsen. Ich möchte dazu nur eins sagen, weil immer das Narrativ, ja, das Narrativ der Zerstrittenheit, das kommt ständig. Ich kann Ihnen eins sagen und ich bitte Sie auch einfach die letzten Monate Revue passieren zu lassen. Haben Sie innerhalb des Landesvorstandes in Niedersachsen nach der Neuwahl irgendetwas gehört? Streit. Ich kann Ihnen sagen, jeden Montag haben wir über Zoom, also einfach, so wie es die moderne Technik ist, eine Landesvorstandssitzung. Und natürlich sprechen wir über alles, was ganz wichtig ist, dass Sie über alles sprechen, damit Sie nämlich die beste Lösung finden. Und ich kann Ihnen genauso sagen, mit Alice Weidel, erstmal nochmal gute Besserung von hier an dieser Stelle. Wir haben im Bundestag mit unserer AfD-Fraktion fantastische Anträge, fantastische Reden, die uns hier auch in Niedersachsen geholfen haben. Ja, und wir sprechen miteinander. Aber nochmal, miteinander sprechen heißt, so bedauerlich das für Sie ist, wir sprechen miteinander, aber wir sprechen nicht übereinander mit der Presse. Ja, vor der nächsten Frage, jetzt die Zeit läuft leider ab, daher noch zwei Fragen. Nochmal die Frage auch an den Niedersachsen bei den Demos in den letzten Wochen, auch bei Redebeiträgen auf den Bühnen. Ist doch im Ostdeutschland eine vielleicht höhere Affinität bis hin zu Sympathie für die russische Position zu erkennen, als es vielleicht in einem Westland wie Niedersachsen der Fall ist. Also wenn zum Beispiel so Formulierungen wie die raumfremde Macht, die sich irgendwie dort einmischt, sind die USA und nicht Russland. Der eigentliche Aggressor ist nicht Russland. Oder ein stellvertretender Landesvorsitzender aus dem Osten, der in Berlin mit einer Russlandfahne demonstriert. Ist das was, was für Sie als Westverband doch vielleicht fremd ist? Sehen Sie da schon Unterschiede im Verhältnis zu Russland? Und was ich eben geschildert habe, sind das Positionen, die Sie auch so teilen würden? Sie unternehmen jetzt wieder den wunderbaren Versuch zu spalten. Es wird Ihnen nicht gelingen. Die AfD steht für Freiheit, heißt auch für freie Meinungsäußerung. Exakt so ist es und nicht anders. Und Herr Gebers, ich kann noch was dazu sagen. Und ich kann Ihnen sagen, die russische Fahne, ist jetzt die russische Fahne für Sie die Kriegsfahne? Glauben Sie, dass die russische Mutter aus Moskau möchte, dass ihr Sohn im Schützengraben stirbt? Glauben Sie das wirklich? Und jetzt also sozusagen Russland, alle Russen sind böse, alle Russen sind Kriegsverbrecher. Glauben Sie ernsthaft, dass das die Lösung des Konflikts ist? Ich sage nein. Und ich sage ganz klar hier noch einmal, wer glaubt, diesen Konflikt, das ist meine jetzt persönliche Meinung, militärisch entscheiden zu wollen, dauerhaft, wird irren. Jeder Tag, der dieser Konflikt ist, umso teurer ist der Frieden. Umso teurer ist der Frieden für uns alle. Und Sie versuchen auch noch einmal, was die dort irgendwo auf der Bühne, ich weiß nicht, was Sie gesagt haben. Man muss sich schon Reden exakt zusammen anhören, damit man weiß, wie die Intention desjenigen war bei dieser entsprechenden Rede. Ich, noch einmal, spreche mit jedem. Ich höre mir alles an. Das heißt aber nicht immer, dass ich genau exakt diese Meinung habe. Vielleicht noch zwei Ergänzungen, Herr Gebhardt. Wenn Sie am Sonnabend die Bilder gesehen haben, es waren russische Fahnen dabei, ja, es waren aber auch ukrainische Fahnen, Farben dabei, habe ich gesehen, es waren amerikanische Fahnen dabei, also es war ein Querbeet und es war eine Friedensdemonstration und natürlich auch für unsere Interessen als Deutschland, für die wir auf die Straße gehen. Wir gehen für deutsche Interessen auf die Straße
Und wir haben natürlich auch viele Russlanddeutsche, die auch gerade uns wählen und die natürlich auch Angst haben, auch um ihr altes Heimatland. Und das ist mit einer Botschaft, die damit dahinter steckt. Und ich möchte nochmal daran erinnern, es gibt natürlich unterschiedliche Positionierungen einzelner Protagonisten unserer Partei. Die gibt es aber in jeder Partei. Nehmen Sie die CDU. Die Position von Herrn Kretschmer und Herrn Merz kann gar nicht weiter auseinander sein. Oder selbst bei der Linke, von Herrn Ramelow und Frau Wagenknecht. Also, und selbst in der SPD rumort es gewaltig, was neue Waffenlieferungen an die Ukraine angeht. Also diese Positionierung, diese unterschiedlichen politischen Auffassungen haben sie in allen Parteien. Das ist ganz normal, das gehört zum innerpolitischen und innerparteilichen Diskurs einfach mit dazu. Ja, eine letzte Frage noch. Keine Frage mehr, dann bedanken wir uns für Ihr Kommen. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ja.